Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Test. Und jeder kennt dieses Zeichen. Divinity 2, natürlich nur eine kleine Demo. Aber ich würde sagen, wir fangen einmal an, das Ganze zu testen mit Divinity 2 Ego Draconis. Wurde, glaube ich, auf der letzten Leipziger Games Convention gezeigt. Oh Gott, da muss das Spiel ganz schön alt sein. Der absolute Schwachsinn gerade. Also, nimmt's mir nicht übel. Aber wisst ihr, dieser Typ springt durch den ganzen Wald und den Drachen interessiert's nicht. Und er geht einen kleinen Schritt zur Seite und... Ach naja, was soll's. Ja, wir holen uns ein paar Narben im Gesicht. Ja, eine Frisur sieht hässlicher aus wie die andere, beide mal die. I triggered something. I triggered something. I triggered something. I triggered something. Feel my wrath. Feel my wrath. Feel my wrath. Feel my wrath. I don't feel too good. Oh ja. Das klingt gut. I triggered something. Except. Jawohl, mit diesem Charakter würden wir jetzt gerne mal spielen. Oh, ein Marienkäfer. Oder wie man bei uns so schön sagt, ein Mutschegiebschüller. Nice, aber wieso fliegt es? Here we are. Farglow, the place where our disciples become true dragon slayers. And today, the honor is yours. Ja, was hab ich denn zu tun? We are quite simple. Seek out the men and women who reside here and benefit from their knowledge. That may sound a bit vague, but don't worry. Farglow will explain itself. Okay. Though I should very much like to enter the village again, I am forbidden to do so. Only once in their lives may dragon slayers enter it, as disciples. Mm-hmm. In any case, it would be imprudent to join you. This is a part of the journey each slayer must walk alone. Okay. Good luck, Slayer. Gut. Was? Up, down, left, right. Das ist cool, wie er landet. Erinnert mich ein bisschen an Spider-Man. Go on then. Don't tarry. We haven't got all day, you know. Lies interagieren. Ja, ich hab doch schon. Ja, spring doch. Takes you back, doesn't Ach, it? Eh. This place. I can understand why you'd want to come talk to me, but no, can't tell you more than what Commander Rogue told you.
Well, the Big Dragon Purges took place during the decade that followed the Great War against Damien, the Damned One. Du hast gruselige Augen. Wo kann ich das hier auswählen? As you know, most Dragon Knights were killed during that period. The Dragon Slayers became a small group of elite warriors as opposed to the army they once were. Occasionally, a Dragon Knight would surface and the Slayers would head out. 8 years ago, I fought my first. We did, yes. But it cost the lives of several Slayers as well. Gut. Geldor, he was called. Lord of the Five Spears. We trapped him in the dungeons beneath his castle, so he couldn't take his dragon form. Did his cognomen proud, he did. For many were skewered by his fearsome javelins. In the end, though, my arrows found his gut, and other swords tore his chest. Best of luck. Go on, then. Don't tarry. Hier was drin. We haven't got all day, you know. Auch nichts. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von solchen Spielen. Na gut, aber egal. Eine Hose. Wir haben das Monster besiegt. Ja, ich bin normalerweise nicht so der Fan von solchen Spielen, wo man halt andauernd hier so Frage, Antwort und Bibabo und Tralala. Das ist, ich weiß nicht, es ist so cool, dass man mit so... The Disciple arrives. Let me bid you a fond welcome to Farglow. And I commend your patience. Most Slayers loathe being referred to as a pupil. Such a belittling word, disciple is, wouldn't you say, for one who has since the age of 10 been groomed to become the elite of man's warriors. But don't you worry, you'll earn the title of Dragon Slayer soon enough. Couldn't have put it better myself. In fact, I have but one thing to add. And you, Slayer. Ja, normalerweise stehe ich hier nicht so auf solche Spiele. Wie sehr man halt damit interagieren kann, ist echt genial. Da sage ich ja nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, mich reizen solche Spiele einfach nicht. Weil, wie ihr bestimmt schon merkt, habe ich keinen Nerv einfach die ganze Zeit mit den Leuten da zu latschen und... Lol. Hail, Disciple. How are you? That's because you haven't a clue. Redet er mit dir? Ich wollte gar nicht raus, ich wollte die Kisten öffnen. Nichts. The door won't open. The door won't open. Looks like I'm not getting in. Ich hätte vielleicht mal lesen sollen. Hey there. I'm Aravir the Ranger. Not before you have seen Morgana, my friend. Morgana. Weiß nicht, zeigst du mir zu Morgana oder was? Bist du eine Frau? Not now. Not now. Morgana, you do that. Hey there. I'm Aravir the Ranger. Not before you have seen... Hey there. I'm Ara Dinner. Deer mostly. For fun. Imps and goblins. Mm-hmm. Morgana, wo bist du? I can't move this. Morgana, wo bist du?
Die Gestaltung von solchen Spielen ist immer sehr beeindruckend, also gar keine Frage. Good to see you here, Slayer. If you're looking for Morgana, just head for the waterfall. I'll be right here when she's done with you. So, do talk to me again. Okay, Wasserfall. Wasserfall? Ach, da hinten ist ein Wasserfall. Also schon gesagt, also optisch sind solche Spiele immer genial gemacht. No. To combine that brew with last night's herbal distillation might cause an implosion. Mit wem redest du? Try it anyway. You can be so irresponsible sometimes. That's easy for you to say. You can't die a second time. Good to see you, disciple. I am Morgana, the Archmage of Fargla. Oh, everybody makes a bit of a fuss when a soon-to-be slayer arrives. We all have our fields of study and a good life to lead, but the village can get a tad dull now. But let's turn to the reason you are here. The ritual that will make you a true dragon slayer. To be a slayer is to hate the dragon, but also to understand it. No other order in Revelon takes the old military adage, know your enemy, quite so seriously as the Academy does. To attain this goal, I will infuse you with the memories of dragons. It will make you understand their language, motives, powers, and weaknesses. Ja, das finde ich genauso. It will also color your eyes silver, the noted characteristic of the Slayer, which will enable you to see the spirits of the dead. The ritual has a side effect, but nothing can be done about that. Quite so. Everyone must spend Das ist halt das, was mich halt an solchen Spielen immer stört, dass es halt ewig lang nicht mehr vorangeht. And that's that. The journey starts. But before you trot out of Alberich, and don't forget Isabel. The gift, the real draw, it's unpleasant. The only becoming a dragon, the memory, the also now. No, no, blessed, divine, the last ingredient needed to achieve the effect. What's it? What's the matter with you? Ah, yes. There's that. Wow, krass. Wie soll ich das denn alles antun? Wow. Oh, wir haben Leben verloren. Wir sind jetzt voll die Losers. I see you have met Morgana. Ja, habe ich. Be aware, it was a slave. Skill. Skills. Also, hier komme ich irgendwie überhaupt nicht so wirklich zurecht. Egal.
Na gut. Ja, du scheinst. Hier ein Schwert, auch wenn ich keine Ahnung habe, wieso. Und ich nur noch keine Ahnung habe, was ich denn jetzt hier zu tun habe. Ach komm schon, es muss so langsam mal was passieren. Geht doch. Daneben, alter Käsefuß. Okay, wir sind draußen, wir sind mächtig, wir können alles besiegen. Aber hier scheint es gar nicht mehr weiter zu gehen. Ist das schon das Ende der Demo? Au. Oh mein Gott, das war jetzt extrem schwer. Aha, okay, ja, ich glaube, das war das Ende der Demo. Jetzt könnten wir hier den ganzen Tag kleine, hässliche Goblins schlachten. So, dann ist hier drüben bestimmt wieder einer. Der Soundtrack ist cool. Someone has a new shine in the eyes and a frown on the face. With good reason. Okay. Interested in archery? Marksman, when you're ready. Ah, this is good to know. Look at you. Have a great initiative. Und wie wähle ich meine Waffen jetzt aus? Skills? Er ist doch voll geskillt hier. Was wollen sie denn mehr? Gut, also mein Fazit. Das Spiel ist doch wirklich sehr interessant.
aber ich verstehe nicht, wie... Okay, so verabschiede ich mich. Das Spiel ist ziemlich interessant gestaltet. Dadurch leider, dass solche Spiele nicht mein Typ sind, kann ich halt jetzt keine optimale Bewertung abgeben, weil ich solche Spiele eigentlich nicht spiele. Also auch Skyrim oder so. Von der Story her sind solche Spiele auch immer sehr, sehr gut von der Gestaltung, vom Spielverhältnis. Aber jetzt geht es ja hier gerade um Ego Draconis. Ich würde sagen, diese Demo kann man sich ja kostenlos bei Steam downloaden. Das Ganze werde ich dann einfach unten in die Videobeschreibung packen. Und ja, dann zieht es euch einfach mal rein. Versucht am besten selbst einmal, wen es interessiert. Aber was ich jetzt so von diesem Spiel mitbekommen habe, sehr, sehr schön gemacht. Ja, mehr gibt's von mir hier nicht zu sagen. Man sieht sich bis zum nächsten kleinen Let's Test.